So, meine lieben Freunde, nach einigen Folgen voller Sinnlosigkeit, nein, voller Sidequesterei und Nichtschafferei, geht es nun weiter mit der Hauptquest. Ja, ich freue mich. Das letzte Mal haben wir ja schon kurz, ich glaube, ich muss mal niesen. Moment. Komm schon. Ich hasse es. Dankeschön. Also, das letzte Mal haben wir ja schon mal kurz hier in den Goldsource reingeguckt, haben es uns nochmal in diesem Minispiel versucht. Ich war der Meinung, dass ich gar nicht so schlecht abgeschnitten habe, aber ich habe weniger Punkte bekommen als letztes Mal und noch lange nicht genug. Von daher habe ich mir jetzt gesagt, scheiß drauf, ich hole mir diese Kacke dann nicht mehr. Ist ja im Endeffekt auch nicht wichtig, weil es ist nur eine Spaßwaffe und ja, dann hole ich mir die halt nicht. Ich glaube, ich habe sowieso schon bei einigen verkackt, von daher ist es auch nicht wichtig. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, sind die ultimativen Waffen, die möchte ich mir auf jeden Fall alle holen. Aber da ist es auch noch nicht zu spät für. So, genau, und ich werde auch, ich denke, ich werde nochmal ein kleines Goldsourcer-Special machen. Boah, Alter. Ich darf nicht von nichts reden auf so viel reden umschwingen. Ja, genau, ich werde nochmal ein kleines Goldsourcer-Special machen, indem ich euch nochmal die ganzen Minispiele zeige, aber das mache ich ja später. Weil jetzt habe ich zum einen viel zu wenig GP dafür und zum anderen möchte ich jetzt auch endlich mal mit der Story weitermachen. Genau, und zwar, ne, Dio, der kleine Pisser, hat nämlich den Schlüssel für das alte Volk gekauft von dem komischen Typen. Und da wollen wir jetzt auch mal hinschauen. Im Battle Square dürfen wir ihn eigentlich erwarten, ja. Das sagt die Logik. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Ich finde es immer sehr schön, wenn ich hier lang laufe, dass hier so eine ganz kurze Stelle gerade ist. Seht ihr das? So, blopp. Finde ich ein sehr schönes Detail, ja. So, Dio, bist du hier irgendwo? Beim Battle Square selber waren wir ja noch gar nicht. Wirklich, wir haben nur hier, da waren ja damals die ganzen Leichen und so. Wir erinnern uns. Mist, ich habe immer noch nicht genug Punkte. Hm, du bist neu hier, nicht wahr? Dann möchtest du sicher die Kampfarena erklärt bekommen. Okay, ja. Kämpf dir und sammle Kampfpunkte. Du kannst die Punkte dann später gegen Preise eintauschen. Das Kampfspiel, obwohl es ein Spiel ist, musst du doch alle deine physischen Fähigkeiten einsetzen. Um teilzunehmen, geh nach vorne und zahl deine GP. Du kannst an bis zu 8 Kämpfen teilnehmen. Je öfter du gewinnst, desto mehr Kampfpunkte bekommst du. Aber wenn du verlierst, verlierst du alle Punkte. Es bleibt also dir überlassen, ob du nach einem Sieg weiterkämpfst oder nicht. Die machen es auch noch durch eine Benachteiligung schwieriger. Sie entscheiden, was für Handicaps es jeweils gibt. Und du erfährst erst im Kampf, womit du es zu tun hast. Mein Gott. Und noch was. Sobald du den Kampfplatz verlässt, verfallen alle deine Kampfpunkte. Also pass auf. Oh, das ist noch was. Du kannst höchstens 65.000 Punkte erreichen. Wenn du also so viele Punkte hast, solltest du sie gegen was eintauschen. Genau, die Kampfarena. Auch noch ein kleiner Sidequest-Ort, wenn man so will. Denn dort gibt es auch noch einige Items, die ich mir auf jeden Fall holen muss. Für meinen 100% benutzerdefinierten 100% Run. Aber, wie so oft ich es in diesem Spiel sage, jetzt noch nicht. Ja, das geht jetzt vor allen Dingen auch noch gar nicht, glaube ich. Ich müsste bald drankommen. Mensch, ich wusste, ich hätte aufhören sollen, aber es fällt schwer aufzuhören. Ja, schwer. Dir fällt wahrscheinlich viel schwer, zum Beispiel laufen, weil du so fett bist. Mein Gott, war das krass. Willst du dich für den Kampf anmelden? Kein Interesse. Cool, ich habe mich immer an dem rechten Schalter angemeldet, aber es geht auch am linken. Schön zu wissen. So, jetzt gehen wir nämlich mal hier hinten hin. Warte mal, der Typ hier hat doch bestimmt noch was zu sagen. Wenn du nach Goldsourcer kommst, solltest du das Museum des Besitzers wenigstens einmal besuchen. Genau, des Besitzers. Mhm, dann gucken wir doch mal rein. Ne? Was ist das denn? Das ist der Schlüsselstein. Und der Typ in seiner geilen Badehose kommt wieder an, ey. Hallihallo, hab dich lange nicht gesehen, junger Mann. Hm, der gefällt dir, wa? Kannst du ihn mir ausleihen? Ha, 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 tut mir leid, aber der wird nicht verliehen. Hm. Aber weil du in der Vergangenheit so gut zu mir warst, kann ich dir ihn zu einer Bedingung geben. Zu welcher? Hey, 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 unterhalt mich. Was soll ich denn tun? Oh, Junge. Oh, Junge. Hey, 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 das ist doch gar nicht so schwierig. Das hier ist die Kampfarena. Zeig mir, was du kannst. Nur du allein, junger Mann. Ich erwarte einen guten Kampf. Oh, oh. Genau, wir müssen jetzt tatsächlich schon in die Kampfarena. Nein, ich hab's nicht vergessen. Ich wollte es euch sparen, ja. Ich habe jetzt nicht Materie ausgerüstet, ist aber nicht schlimm. Denn, zum Verständnis, also ich... Wow. Zum Verständnis. Hier gibt es eine Kampfarena, da geht nur Cloud rein, man spielt alleine. Und man muss halt ganz viele Runden besiegen. Insgesamt gibt es, glaube ich, 10 oder 11 Runden, die man gewinnen kann. Genau, und wenn man das halt komplett gewinnt, dann ist geil, dann hat man schon mal Punkte sicher auf jeden Fall. Ansonsten gibt es halt, quasi wenn man stirbt, ist man nicht tot, sondern man fliegt halt aus dem Kampf und hat all seine Punkte verloren. Das heißt, man muss entweder halt die kompletten Kämpfe durchschaffen oder man hört halt früh genug auf. Man hat nach jedem Kampf die Möglichkeit zu drücken, hier aufhören. Von wegen, wenn man zum Beispiel Handicaps bekommt. Was die Handicaps sind, das werdet ihr gleich sehen. Das sind sowas wie keine Zauber mehr können mehr benutzt werden oder Angriffe machen noch halb so viel Schaden. Manchmal kriegt man auch sowas wie komplette Heilung. Also manchmal auch ganz gute Sachen.
Genau, und jetzt müssen wir halt für diesen Kampf müssen wir nur mal kurz kämpfen. Theoretisch kann ich auch schon mal im ersten Kampf sterben, das ist egal. Er will nur irgendwas sehen, was ich hier mache. Und da gibt es halt später coole Items zu kriegen noch in dieser Kampfarena und das werde ich auf jeden Fall auch machen. Aber das wird erst kurz vor Ende des Spiels passieren, weil ich dann stark genug bin für die Arena, weil dann ich wahrscheinlich genug GP habe und es dann alles viel mehr Sinn macht. So! Dann wollen wir mal. Oh. Habe ich einen Angriff gemacht? Ja, habe ich. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. So, ich habe gleich schon Ulti, das ist natürlich auch schön. Limit, ja. Klingenstrahl. Hör mal auf, mich hier anzugreifen, ihr Wichser. Nee, 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 nee. Ich würde wenigstens den ersten Kampf gerne mal schaffen, damit ihr eine Vorstellung habt, was noch so kommt. Bob, da kloppen sie mich einfach. So heilen kann ich mich nicht, deswegen nehme ich mal kurz einen Heiltrank. Woo! Blablabla. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ach ja, die Kampfarena-Musik, sie ist schön. Eigentlich, ist es ja eine andere Musik. Ist es ja Rap, nee, ist nicht der Rap'n'Raid. Warte mal, Ride. Reiden, Rider. Nee. Ich will ja noch nicht sterben jetzt, ne? Ein bisschen was können wir ja ruhig mal machen hier. Obwohl, vielleicht kann es sogar sein, dass man mindestens einen Kampf schaffen muss. Das mag sein. Aber ich weiß es nicht. Stirb! Genau, jetzt haben wir das nämlich geschafft. Toll! Und jetzt, weiter. Ja. Warum habe ich... Achso, ich habe keine Kampfpunkte, weil ich das jetzt machen muss wahrscheinlich. Schlitzstart! So, und jetzt gibt es nämlich auch einen kleinen Trick. Slot Machine. Ich muss jetzt einmal Kreis drücken, damit das Ding stehen bleibt und ich sehe, was ich kriege. Es gibt einen kleinen Trick, nämlich wenn man, ich glaube, genau den hier drückt, dann kann man das so ein bisschen verlangsamen. Das heißt, die ganze Zeit Viereck drücken, dann kann man das so ein bisschen beeinflussen. Ich selber habe das fast nie gemacht, weil ich immer zu blöd war, das damit zu beeinflussen. Aber, naja, es soll wohl helfen. So, was kriegen wir? Zaubersystem ist kaputt. Geil, ich kann nicht zaubern. Naja. Klingenstrahl. Ist ja egal. Ich hab eh die ganze Zeit nicht gezaubert. Nee, nee, nee. Man kann sich später übrigens auch aussuchen, mit wem man dann in die Kampfarena geht. Das heißt, ich kann theoretisch auch mit Aerith reingehen oder mit Jaffy oder mit Sid oder mit Vincent oder mit Tifa oder mit Barrett oder mit Gate Sith oder mit... Hab ich einen vergessen? Nee, 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 nee. Oh, ich glaube, ich sterbe. Oh ja, ich glaube, jetzt überlebe ich nicht. Doch, tue ich. Töte ihn. Jawohl. Oh, ich habe doch Schlagpunkte. Oh, ein halb MP. Na super, ich sterbe jetzt. Ich freue mich. Oh, ich lebe noch. X-Trank ist für beides, richtig? Oder halt es komplett. Oh mein Gott. Ich bin doch nicht tot. Das ist doof. 3 Stunden später. 6 Stunden später. 9 Stunden später. 12 Stunden später. Jetzt weck mich auf, du Pisser! Ja, macht Spaß. Ich liebe die Kampfarena, ne? Ja, auf der einen Seite ist die Kampfarena echt ganz cool, aber es kann auch wirklich ätzend sein, weil man kann hier halt alles verlieren in einer Sekunde auf der anderen. Das ist ganz schön übel. Aber in der Theorie, wenn man gut genug rangeht, wenn man sich immer heilt, wenn man ein bisschen die Ruhe bewahrt, dann schafft man das. Wie gesagt, wenn man einmal Punkte rausgeholt hat, ne? Also man kriegt halt 65 Punkte kann man insgesamt, also 65.000. Und es gibt insgesamt auch nur, also das teuerste Ding kostet, glaube ich, auch 65.000. Und wenn ich dann quasi einmal 2000 Punkte habe, hier die Regeln in der Abschließung, dann bleiben sie 2000 auch sicher. Das heißt, wenn ich dann nochmal in einen Kampf gehe und dann verliere, dann sind die 2000 vom ersten Kampf nicht weg. Ne, macht Sinn. Das heißt, es ist einfach im Zweifel ein Geduldsspiel. Ja, jetzt habe ich fast gar keine MP mehr, holy shit. Ich glaube, ich höre nach dem Kampf einfach mal auf. Dann kann ich auch die Punkte schon mal behalten. Also zum Verständnis sind die Kämpfe später sind deutlich schwieriger. Obwohl ich mir gar nicht 100% sicher bin, ob ich tatsächlich verlieren darf. Ah doch, ich glaube schon. In dem gerade hier. Ich mache einfach, komm, ich mache einfach bis zum Ende. So weit, wie ich komme.
frier mich ein, du Pisser. Bäm, tot. Noch nicht tot. Oh. Langsam wird's lächerlich. Oh Gott, die Bomber, ey. Bäm, daneben. Also es ist auf jeden Fall auch klug, sich Zaubersubstanzen zu geben, ne? Merkt das selber? Ach komm, warum nicht? Ich glaube, das komplette Mana ist dann vielleicht weg, kann das sein? Kostet 34 oder 24 oder so? Oh shit, ja, komplett weg. Nicht schlecht. Naja. Stirb bitte. Willst du mich verarschen? Oh Gott, ich sterbe. Ah ja, ich sterbe doch nicht. Gott, ich. Meine Ding zieht auch langsam hoch, meine Zeit, ey. Ja, guck, das ist zum Beispiel eine Useless-Dings gewesen, weil ich sowieso keine Zauber mehr habe. Ich hätte aufhören sollen, dann hätte ich Kampfpunkte schon mal gehabt. Was willst du machen? Oh, ich bin tot. Schade. Das war alles? Naja, versprochen ist versprochen. Hier, nimm ihn dir. Schlüssel, weg, Schlüsselstein. Schlüsselobjekt, Schlüsselstein. Auch nicht schlecht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal zusammengeschrieben. Okay. Typi, du bist ein bisschen komisch. Aber wir haben jetzt einen Schlüsselstein. Das ist doch wunderbar. Damit kommen wir zum Tempel des alten Volkes. Zum Tempel des alten Volkes. Ich freue mich. So, und jetzt kommt ein ganz, 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 ganz entscheidender Punkt in dem Spiel. Von dem ich gespannt bin, ob ich ihn geschafft habe. Mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn ich es nicht schaffe. Hast du nicht? Bist du hier zu kämpfen? Ja, das habe ich vor. Mir gefällt Kämpfer, aber ich hasse Großmäuler. Ich meine, dass sie mir ein Item gibt. Es kann aber auch sein, dass es erst später der Fall ist. Ich habe das, ach, ich hätte vielleicht das andere antippen sollen, das kann sein. Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Das eine bekommt man eh nochmal woanders. Ein Accessoire, ein gar nicht mal so schlechtes Accessoire, was hier in dem Kampf gar nicht, ja, ein sehr hilfreich ist. So, ne, dann gehen wir jetzt mal hier in die Station. Und ich habe es bisher, diese beiden Sachen habe ich in meinem ersten, sowohl in meinem ersten als auch in meinem zweiten Run geschafft. Und ich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn jetzt im Let's Play ich es nicht schaffe. Wäre aber im Zweifel auch nicht so schlimm. Aber es wäre ganz cool, wenn ich schaffen würde. So. Und zwar wollen wir jetzt wieder raus, ne? Wir wollen ja hier zum wunderschönen, Tempel des alten Volkes. Verzeihung, mein Herr. Hä? Es tut mir leid, die Bahn ist zurzeit außer Betrieb. Und? Es tut mir wirklich leid. Sie werden uns erst verlassen, wenn sie wieder repariert ist. Was ist los? Oh je, aber sowas passiert schon mal. Stimmt, wir übernachten im Hotel. Da kennt man mich. Ich gehe und spreche mit ihnen. Boing, 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 boing. Ich sag Bescheid, sobald die Reparaturen beendet sind. Well? Sonst haben wir keine Chance, so zusammen zu sein, wa? Cloud, was ist das? Was ist damit? Kannst du mir erzählen, was geschehen ist? Ich weiß nicht, was los ist, denn ich war ja nicht von Anfang an dabei. Ja, ich bin dafür. Gute Idee. Ich bin von Anfang an dabei und ich weiß immer noch nicht, was hier so abgeht. Cloud, was zum Geier geht hier ab? Komm, erzähl schon. Gut, ich versuch's. Puh. Wir folgen Sephiroth. Sephiroth sucht wohl das verheißene Land. Das verheißene Land? Ein Land voller Makroenergie. Das glaubt zumindest Shinra. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich existiert. Die Setras kehren ins verheißene Land zurück. Ein Land, das grenzenloses Glück verspricht. Setra? Ist das eine Krankheit? Boah, Barry, willst du mich verarschen? Du bist die ganze Zeit dabei. Du weißt ja, wo was Setra... Das hat mich immer wieder aufgeregt, dieser Textdialog, ne? Weil... weil er einfach die ganze Zeit dabei ist und er weiß, was die Setra sind. Also er müsste es wissen. Ganz so blöd ist er, glaube ich, nicht. Ach, egal. So nennt sie das alte Volk. Hey, hast du denn den alten am Cosmo Canyon nicht zugehört?
Du weißt nicht, wo das verheißene Land des alten Volkes ist. Du suchst und reist, bis du es fühlst. Du weißt es einfach. Das ist das verheißene Land. Aerith, fühlst du es auch? Ich denke schon. Sephiroth reist also in der ganzen Welt herum, weil er das verheißene Land sucht. Stimmt das? Ja, und er sucht noch was anderes. Die schwarze Materia. Ich hab von Dio gehört, dass ein Mann mit einem schwarzen Umhang die schwarze Materia sucht. Ich weiß nicht mal, was der schwarze Umhang ist. Der schwarze Umhang stand da. Ich glaube, sie meint schwarze Materia. Wie viele Männer mit schwarzem Umhang und Zahlentätowierung gibt es? Natürlich weißt du's. Meine Tätowierung ist die Nummer 13. Wie hast du die Tätowierung bekommen? Hojo hat sie gemacht. Alles andere sind nur Kriegswunden, aber die Zahl hat Hojo gemacht. Es gibt also mindestens 13. Weißt du, ich glaube, Hojo hat den Männern mit den schwarzen Umhängen etwas angetan. Aber ich weiß nicht was. Er hat aber mit Sephiroth zu tun. Es. Deshalb denke ich, wir sollten nur Sephiroth selbst folgen. Ja, ich auch. Das ist alles verdammt kompliziert. Und? Tut mir leid, vergiss es. Ich glaube, ich bin müde. Ich gehe jetzt ins Bett. Was war das? So plötzlich? Was? Was? Das war's? Ich gehe ins Bett. Die hat aber die gleiche Stimme wie Kate Sith bei mir. Ist das alles? Ist das alles? Wie wär's mit der schwarzen Materia? Muss ich immer kurz überlegen, wie ich den spreche. Das ist ganz schlimm. Du würdest es nicht verstehen, selbst wenn ich es dir erzähle. Jetzt müssen wir also noch eine Wahrheit machen. Morgen fangen wir an. Das ist... Boah, wenn alle versammelt sind, das ist ganz schwer, immer diese Stimmen so umzudingsen. Das ist voll übel. Cloud? Ich bin Nummer 13. Ob ich auch wahnsinnig werde? Hund, halt die Fresse! Ich weiß nicht, was Hojo getan hat, aber bis jetzt bist du doch okay. Aber... Sei stark. Aber ich... Hör auf, Red 13. Sei stark. Nanaki. Tifa. Du bist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir sind in einer schlimmen Lage. Hey Sid, lass uns in unsere Zimmer zurückkehren. Tut mir leid, der Hund bellt gerade. Man kennt es ja. Halt die Fresse! So, und jetzt wird's spannend. Ausgerechnet in dieser Situation. Na, das ist ja wieder herrlich. Hehe. Was ist los? Willst du ausgehen? So, ein kurzer Schnitt an der Stelle. Ja, ich habe gerade mal versucht, meine Hunde zu beruhigen. Ich glaube, es funktioniert. Denn diese Szene ist ein bisschen emotionaler. Ja, und deswegen wollte ich jetzt mal hier meine Ruhe haben. Ja, ich kann es ja schon mal verraten. Ich habe es geschafft. Jawohl. Denn an dieser Stelle findet das Gold Saucer Date statt. Ja, wir können hier entweder Aerith, Tifa, Jaffi oder, jetzt kommt das Beste, Barret hier als Date haben. Das ist ganz cool. Es hängt von diesen ganzen Dialogen ab, die man im Spiel gegeben hat. Und ich war ja immer sehr pro Aerith, ne, dass ich halt immer so ein bisschen geguckt habe und ja, ich habe es bisher in meinen ersten beiden Runs auch immer geschafft und jetzt habe ich Aerith hier im Date. Sehr schön, das wollte ich auch erreichen. So, willst du ausgehen? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es schon mal vorgelesen habe. Wie bitte? Ein Rendezvous. Oder bist du etwa noch nie mit jemandem ausgegangen? Ich bin doch kein Idiot. Hey, du bist etwas empfindlich, wie? Naja, komm, lass uns gehen. Hey! So, wir müssen auf jeden Fall nachher nochmal in dieses Gebiet rein. Denn ich habe da ein kleines Item vergessen, habe ich gerade gemerkt. Aber ist egal. Heute Abend ist Zaubernacht, alle Attraktionen sind kostenlos. Wie wär's, ihr zwei? Es gibt eine Unterhaltungsshow im Event Square. Komm, gehen wir. Jawohl. Glückwunsch. Ihr seid heute unser 100. Paar. Ihr beiden seid die Hauptdarsteller in unserer heutigen Show. Hä? Oh nein, es ist gar nicht schwer. Spielt einfach, was ihr wollt. Den Rest erledigt dann das Ensemble. Das Ensemble. Hier geht's lang. Hey. Klingt witzig. Komm schon, Cloud. Wir machen mit. Well. In grauen Urzeiten erschien ein böser Schatten über dem Königreich Galdia. Prinzessin Rosa wurde vom bösen Drachenkönig Valvados entführt. Was wird mit ihr geschehen? In diesem Augenblick tritt der sagenumwobene Held Alfred herbei. Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held Alfred. Hey, du bist dran. Ja, du. Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held Alfred. Ich flehe dich an, bitte rette Prinzessin Rosa.
Bitte, sprich jetzt mit dem König. Oh, sagenumwobener Held Alfred, du bist gekommen, meine geliebte Rosa zu retten. Auf dem Gipfel eines gefährlichen Berges haust der böse Drachenkönig Valvados, der Prinzessin Rosa entführt hat. Aber du bist den bösen Drachenkönig jetzt nicht besiegen. Du kannst den bösen Drachenkönig jetzt nicht besiegen. Wende dich an einen, der dir helfen kann. Wen fragst du? Den Zauberer. Ich bin der große Zauberer Vormann. Was möchtest du wissen? Die Schwäche des Drachenkönigs, die Maße der Prinzessin. Natürlich die Maße der Prinzessin. Was wird als nächstes geschehen? Oh, sagenumwobener Helde, sieh nur. Was denn? Du wagst dich, den bösen Drachenkönig zu missachten? Von dem BDK finde ich eine schöne Abkürzung. Ich glaube, der heißt im Englischen sogar EDK. EDK. Also Evil Dragon King. Ich bin der böse Drachenkönig, weil war das. Ich habe das Prinzessin kein Leid zugefügt. Ich habe auf dich gewartet. Bitte hilf mir, sagenumwobener Held. Gut so? Wer ist dein Feind? Sag es. Das ist halt schön, man kann hier wirklich die übelste Scheiße anklicken. Es ist scheißegal für den weiteren Spielverlauf, deswegen mache ich das auch. Dieser Ritter. Komm schon, das reicht. Cloud, hör auf, was machst du denn da? Dieses Stück ist eine Katastrophe. Ich dreh durch. Buff. Bäh. Roar, du wagst es, mich zu missachten. Halt doch mal den Schnabel, du Quatschkopf. Bam. Meine Güte, was für eine ungewöhnlich starke Prinzessin. Und wenn unsere sagenumwobene Heldin Rosa nicht gestorben ist, lebt sie mitsamt unserer Geschichte noch heute. Ich finde das schön, wenn man einfach die gewisse Scheiße anklicken kann. Wie gesagt, das ist nicht relevant. Unter normalen Umständen hätte ich es nicht gemacht, aber... Oh, das war gut. Lass uns zur Gondel gehen. So, zur Gondel, sagst du. Oh mein Gott, das passiert alles automatisch. Ja. Ich kann nicht hier... Naja, gut, ist egal. Wir lassen uns Zeit. Zweimal, bitte. Bitteschön, zwei Fahrkarten. Entspannt euch und genießt die Sehenswürdigkeiten des Gold Sorcerer. Ah, ein wunderschöner Soundtrack. Sagen wir, waren hier ja schon mal drin. Oh, Xenocloud. Irgendwas hat sie eben auch gesagt, aber ich konnte es leider nicht lesen. Tut mir leid. Ich guck mal mit raus. Ist das hübsch? Herrlich, nicht wahr? Zuerst hat es mich irritiert, dass ihr euch so ähnelt. Zwei total verschiedene Menschen, die genau gleich aussehen. Die Art, wie ihr sprecht, die Gesten. Ich glaubte, ihn wieder vor mir zu sehen, in dir. Aber du bist anders. Die Umstände sind anders. Cloud, ich bin auf der Suche nach dir. Hä? Ich möchte dich finden. Aber ich bin doch hier. Ich weiß, worauf ich hinaus will ist... Ich will dich finden. Ein Wink mit dem Gartenzaun. Nee, wie heißt der Spruch noch? Mit dem Zaunpfahl. Das war ein schöner Abend. Wir sollten mal wieder zusammen ausgehen. Bist du nicht gerne mit mir zusammen? Gar nicht. Das ist es nicht. Da bin ich froh. Nächstes Mal nehmen wir uns richtig Zeit und fahren noch viel öfter. Oh, es ist schon spät. Wir sollten losgehen.